Hallo und willkommen zurück zu Judgment. Und dieses Mal werden wir auf jeden Fall die Quest weiter angehen, denn da sind wir jetzt angekommen. Oder werden wir jetzt ankommen. Wupp. Und ja. Verrat! Die Rekrutierer haben euren Angriff anscheinend erwartet. Eure Gruppe wurde schnell umzingelt und das komplette Einsatzteam wurde von den Rekrutierern gefangen genommen. Ihr werdet gefangen gehalten und dazu gezwungen, mit den Teams zu arbeiten, die den neuen Schrein und das Bollwerk von Meister Äther bauen. In großen Kasernen, zusammen mit anderen Überlebenden untergebracht, werden eure Aktivitäten minutiös vom Wächter und einer Gruppe bewaffneter Rekrutierer verwaltet, die selbst anscheinend durch irgendwelche okkulten Mittel kontrolliert werden. Eure eigenen Bewegungen werden durch spezielle perlenbesetzte Fesseln kontrolliert, die ihr um den Hals tragen müsst. Ihr gebt euch nach außen hin geschlagen und arbeitet als fügsame Sklaven, bis sich euch eine Gelegenheit bietet. Nachts stellt ihr fest, dass die Tür nicht verschlossen wurde und ihr schleicht raus, um eure Ausrüstung zu holen. Ihr entfernt die Fesseln um eure Hälse und bereitet euch auf einen Kampf auf eurem Weg nach draußen vor. Zuerst müsst ihr den Wächter besiegen, der den Eingang zum Gefängnis bewacht. Besiege die Gruppe des Wächters. Ja, das dürfte jetzt kein Problem mehr sein. Und gepult. Oh, okay. Habe ich aber doch etwas falsch eingestellt. Ah, nee, genau, es war anders. Ich musste den Wächter erst ignorieren und die anderen beiden umlegen. So war das. Und ich hatte, glaube ich, als ich hier schon mal war, hatte ich die nach rechts gepult. Aber ja, der hält immer noch eine Menge aus. Ja. Interessant ist auch die Performance hier. Die ist nicht gerade gut. Rakete! Ja, das ist besser. Der tote Wächter zu euren Füßen gibt euch Hoffnung, aber die Rekrutierer sind zu zahlreich für einen direkten Angriff. Ihr müsst versuchen, auf eurer Flucht so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu erregen. Davor müsst ihr aber etwas untersuchen. Ihr habt von den anderen Gefangenen erfahren, dass Meister Äther dem Militär gezielt einen fehlerhaften Kristall gegeben hatte, damit sie den Riss erschaffen. Die gefangenen Arbeiter haben keinen Zugang zu dem zentralen Gebäude, das den Rekrutierern als Hauptquartier dient. Das heißt, dass sich daneben eine okkulte Struktur befindet, die dem Wissen, dass Meister Äther irgendwie mit der Invasion der Dämonen verbunden ist, entscheidet ihr euch dafür, diese Struktur zu untersuchen, bevor er flieht. Rumpelpumpel. So, jetzt hatten wir hier eine Gruppe irgendwo. Na, ich glaube, es war sinnvoll, hier stehen zu bleiben. Und dann lassen wir da ein paar Leute kommen. Die Reichweite von denen sollte alle nicht so super hoch sein. Na, okay, vielleicht doch. Da kommen auf jeden Fall die nächsten. So, Elena. Achtung, Rakete nähert sich. Rums.
stellen sich teilweise ein bisschen dumm auf. Da kommen welche von unten, das sind drei Gruppen, ich gehe mal nach oben. Da haben wir die nächsten. Na, die Rakete mal wieder zu spät. Okay. So, hier sollen wir wohl hin. Wir hatten doch einen AOE-Heal irgendwo, oder? Wieso hat die eine Granate? Ach, da ist eine einmalige Granate mit bei, okay. Na, dann machst du das. Oh, oh. Ist trotzdem weg. Ja. Haben wir noch jemanden da heilen kann? Nur die. Aha. Euer Team hat herausgefunden, dass die Struktur am Fuß des Turms eurer eigenen Okkultanlage ähnelt. Ein Ort, der durch einen mächtigen Schutz vor Bösem bewacht wird und den sicheren Umgang mit mächtigen okkulten Kräften ermöglicht. Im Inneren befindet sich eine Leitung, die gewaltige Mengen okkulter Energie befördert und welche Meister Äther anscheinend benutzt, um sowohl sein eigenes Bollwerk als auch das Höllentor zu beschützen. Er vertraut darauf, dass die Wellen an angreifenden Dämonen Überlebende zu seinem Bollwerk führen, wo er sie versklaven kann. Ihr müsst aus dem Bollwerk fliehen und einen erneuten Angriff planen, um den Okkultgenerator zu zerstören, der die Leitung mit Energie versorgt. Dieser Wahnsinnige muss aufgehalten werden. Mhm. Und der Ausgang war dann wahrscheinlich ganz unten. Oder können wir hier einfach abhauen? Hm. Vielleicht können wir von da von außen rumlaufen. Meh. Ja, und da ist auch Schluss. Milan ist ordentlich angekratzt. Ah, da unten waren welche.
Jawohl. Wow. Eine ziemliche Reichweite. Okay. Geschafft. Knüppel. Und die das nächste Kapitel gelöst. Das Aufkommen einer Lösung. Die Siedlung ist für die heimkehrende Gruppe ein willkommener Anblick. In eurer Abwesenheit wurde etwas Fortschritt gemacht. Das okkulte Team hat die Informationen vom Höllentor untersucht und erzählt, aufgeregt von der Entdeckung eines Rituals, mit dem ein Dämonenfresser beschworen werden kann. Sie sind jetzt davon überzeugt, dass diese Kreatur sich von Dämonen ernährt und keinerlei Interesse an Menschen hat. Sie sammeln jetzt die nötigen Materialien, um dieses Monster zu beschwören. Natürlich ist nicht jeder davon überzeugt, dass die Beschwörung einer so mächtigen Bestie eine gute Idee ist. Einige sind sogar der Meinung, dass dies die Situation nur verschlimmern wird. Das okkulte Team denkt aber, dass es die nötigen exotischen Teile vom Okkultgenerator von Meister Aether plündern kann. Das Team bereitet sich auf ein Ritual vor, durch das ihr Schwefelkristall in einen Blutstein umgewandelt wird, der für die Beschwörung erforderlich ist. Führe das Blutsteinritual in der Okkultanlage durch. Mhm. Ja. Dann machen wir das. Können wir Dan auch direkt hinschicken. Das dauert aber auch eine ganze Weile. Dann können die vielleicht hier in der Zwischenzeit ein bisschen Grütze sammeln. Säure ist natürlich jetzt hier in der Gegend überhaupt nicht. Ja, 3400, das dauert. Wenn man sich so anguckt. Oh ne, das dauert 960. Das ist doch nicht so viel. Dann gehen wir wieder zurück. Traut ihr nicht? Ne, ist wahrscheinlich, weil wir die noch haben. Ja, dann reisen die zurück. Und wir kümmern uns hier dann um das nächste Teil. Wenn er denn da mal hinlaufen würde. Level up. Heather. Ja, die kann ja eh sonst nichts. Dann passt das schon so. Naja, da sind sie schon angekommen. Das war vielleicht doch ein bisschen... ein bisschen sehr verfrüht. Ja, gut, dann müssen die da halt jetzt trainieren, sage ich mal. Ja. Ja,
Na, der muss bald wieder schlafen und so weiter. Also das dauert. Hier gibt's auch die Grütze. Dann laufe ich da einfach noch mal kurz rüber. Oh, ist. Die ist ein bisschen tot. Zurück. Dann vielleicht doch nicht. Tech-Waffen, Tech-Rüstung hat er schon beides. Ist total sinnlos. Arbeitsgeschwindigkeit macht auch keinen Sinn. Ja, der kann nur irgendwie ausweichen oder sowas machen. Ingenieur. Ja, Forschung. Mach mal ausweichen. Also irgendwas für einen Kampf dann noch. Pff, ja, soll ich Elena dann noch heilen? Das dauert noch. Und Jan am besten auch. Und die eigentlich auch. Okay, das muss reichen, glaube ich. Ja. Dann gehen wir hier noch ein bisschen Suppe holen. Forschung haben wir wieder genug. Ja, Silikon können wir dann herstellen. Da bräuchten wir aber auch Phosphor für. Das ist, bringt mir überhaupt nichts, wenn ich das jetzt hole. Dann nehmen wir lieber das mit der Baumwollfarm. Dann können wir zumindest hier Baumwolldinger bauen. Boah. Weiß nicht, ob wir die überhaupt brauchen, aber bestimmt. Okay. Ziegelglas. Wir haben keine Ziegel mehr, aber die können wir wahrscheinlich noch bauen. Was? Ja. Mhm. Und hier diese okkulte Forschung. Dafür bräuchten wir jetzt wieder Forschungschips. Aber gut, das eine Ding, das nutzt mir sowieso nichts. Von daher. Truppe von Kundschaftern. Dann drehen wir mal gerade wieder um. Damit können wir das auch nochmal zurücksetzen. Und dann können wir auf jeden Fall nochmal weiter. Bitte um Hilfe, das können wir vergessen. Begegnung. Ja, okay. Aha. Handel. Ja, und damit kann der dann auch zurück. Okay, die sind angekommen. Wo schießt denn da einer? Cerberus. Aha, Engel.
Damit sollten wir da auch wieder zurückgesetzt haben. Ja. Und dann wieder rüber. Bitte um Hilfe. Der Dan muss wieder schlafen. Mehr essen. Händler. Ah, das sind zwei Händler. Oh, was ist das? Kampfanzug. Gesundheit 200, Ausweichen 60, Genauigkeit plus 10%. Erfordert Tech-Rüstung. Aha. Das Ding ist schon nicht schlecht. Ich gucke aber noch mal gerade. Also dieses passive Genauigkeit ist natürlich eine nette Sache. Schaue ich immer auf. Kampfanzug. 200, 60, 8. Ja, gut, gegen den Kristallschutz kann das auf jeden Fall nicht mit. Das ist halt, es ist deutlich schlechter. Naja, das Ding ist nicht besonders gut für mich jetzt. Dafür, dass es 12.800 kostet, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Phosphor könnten wir jetzt kaufen. Das macht aber, glaube ich, auch keinen Sinn. Verwenden, jawohl. Na, wobei. Blutrubine, wie viele braucht man denn dafür? Für eine Blutrubinmine 25. Und dann bräuchte man noch die Säure. Fünfundzwanzig Phosphor. Ja, das ist schweineteuer für nix im Grunde. Das mache ich nicht. Ja. So, dann werden wir hier mal aufräumen und uns ein bisschen Säure besorgen. Ja. Das ist jetzt kein trivialer Kampf, aber... Shit, da hätte ich natürlich die Nahkämpfer schon nach vorne stellen sollen. Ich hatte aber auch eigentlich damit gerechnet, dass sie schneller verenden. Doch ein bisschen viel aus. Dasselbe Problem jetzt wieder. Ah, okay, da oben ist ein Belial. Aha. Tauschen wir die mal gerade aus. Okay.
genau, dann quasi das falsche Ziel. Und wieder das falsche Ziel. Ja, war kein idealer Kampf, aber hat funktioniert. 9, okay. Holen wir uns noch mehr von der Suppe. 3. Da haben wir 6 Moraks. Dann machen wir einfach das hier. Kämpfen! Na, ah, okay, die Gegend ist jetzt ein bisschen. Oh, Elena ist gestiegen. Belial Morax, und der ist schon am Schießen, ja. Na, die müssen eigentlich alle da drauf jetzt. So, da lebt aber noch was. Anscheinend. Ja, da will ich jetzt eigentlich nicht weiter rein. Ich meine, so groß ist die Karte jetzt nicht. Wir sollten da schon vorbeikommen. Und damit ist die auch auf Max angekommen. 10. Ja, kommt doch mal vorbei hier. Und da soll ich da jetzt ernsthaft rumlaufen und suchen. Ist wer gewesen. Aha. Okay. Buffy. Feuer. Dann machen wir den Fluch. Aha.
Da oben ist noch einer. Und noch einer. Das wird aber jetzt ein bisschen haarig werden. Naja, das ist zu viel Schaden. Shit. Puh. Das sind einige Gegner noch gewesen. Hatte ich jetzt nicht gedacht. Ist Buffy, da ist Buffy. Okay, das ist vorbei, weil er die zweite Gruppe noch mitgeaggrot hat. Oh, hallo. Ist trotzdem jetzt im Eimer. Die sind unten. Oh, und da sind auch noch welche. Kommt die Rakete? Den Relevanten sehe ich da gerade nicht. Okay, laufen zurück. Da, Belial. Okay. Shit, shit, shit. Da habe ich die Demogorgon unterschätzt. Die haben zu viel ausgehalten. Nicht, dass ich da jetzt was hätte anders machen können, aber... Die stirbt. Ja, shit.
Ja, ob sich der Kampf jetzt hier lohnt, ich meine, eigentlich ist es halt kein großes Problem, aber es ist halt wieder lästig. Je nachdem, wo hier die Gegner kommen, haben wir zumindest einen ordentlichen Vorteil. Ja, wenn sie denn mir mal vorbeikommen. Aber sie wollen nicht. Wenn die von hier kommen oder von da kommen, ist beides gut. Wenn die von hier kommen, meh. Von hier wird mir, glaube ich, gar nichts. Na, es könnte auch funktionieren. Wir könnten mal eventuell die Fernkämpfer zuerst erledigen und die Nahkämpfer laufen weg und würden dann hier nochmal um die Ecke kommen, wo wir auch einen Vorteil hätten. Die Position ist eigentlich schon ziemlich ordentlich. Wenn dann mal Gegner vorbeikommen würden. Da sind sie doch. Ja, Feuer. Ja, leider hat der jetzt die Rakete abbekommen. Ja, der macht da nichts. Da bahnt sich das nächste Problem an. Okay. Naja, das war jetzt nicht ganz so toll, wie ich mir das gedacht habe. War jetzt auch eine verhältnismäßig kleine Gruppe. Okay, da ist ein Lich. Belial. Yes. Zurück. Nein! Was ist denn mit der Rakete passiert? Ist der ausgewichen oder wie? Das kann doch nicht sein. Naja, es hat ja mal voll gar nicht funktioniert. Wenn die Rakete eingeschlagen wäre, okay. Aber das war ja mal Grütze. Komplette Grütze. Oh. Ich glaube, der ist tot. Ja. Schade. Das ist natürlich blöd, wenn man dann noch in Bewegung ist. Und es hätte das möglicherweise gereicht. Na, hier unten, das war die auch eine ganz gute Position.
Aber den weiß ich jetzt gar nicht, ob das. Ne, das ist auch eine andere Karte, als ich gedacht hatte. Da war ein Gegner. Jo. Wir müssten dann hier vorbeilaufen irgendwie. Aha. Bleib stehen, jetzt. Bleib stehen, jetzt. Ja, sauber. Muss der aber mal weg, sonst wird er beim nächsten Mal weggeknuspert. Die nächste Rakete wird halt dann nicht so schnell rauskommen. Unten. Aha. Stellen wir uns mal da runter. Ja. Ne, bleibt da stehen. Da ist auch wieder ein Belial bei. Den greife ich jetzt hier auch direkt an. Zu viel Schaden auf den. Ja, shit. Da konnte ich nicht reagieren. Ja, probieren wir noch einmal. Wenn es jetzt auch nicht klappt, dann lasse ich das, glaube ich, weil das der Aufwand, der lohnt sich hier nicht. Dafür, dass ich jetzt hier nur Säure wollte. Ja, okay, das hier lasse ich mal. Wenn das hier nicht funktioniert, probiere ich es nochmal, weil das hier ist sowieso eine Kackkarte. Dass das jetzt nicht funktioniert, ist klar. Ja. Ja, und das ist dieselbe Kackkarte. Wow, okay, das hat aber ordentlich gesessen. Aha. Ja, einfach halt mit dem ersten Angriff, wenn man da ordentlich trifft, weil der halt instant rauskommt, dann hat man ganz gute Karten. Oh, da ist der Belial. Dann gehen wir aber hier hinter. Oh, und da oben ist auch noch wer? Ein anderer Belial. Ah, es ist schon ziemlich fies, was hier noch an Gegnern ist.
Okay, dann kann der aber dahin schießen. Aha. Der war nur zu zweit. Und da unten ist der nächste. Morax. Lich. Okay, ich glaube, der hat jetzt aber damit seine Waffe wieder aufladen können, quasi. Bin mir nicht so ganz sicher, wie die Mechanik da funktioniert. Okay. Zurück. Alle zurück. Bleibst da stehen. Wieso will der unbedingt laufen? Haben wir hier wen, der heilen kann? Begrenzt. Da ist ein Belial. Ja, das sieht aber gut aus. Dann zurück. Weg. Naja, es hat aber nicht so gut funktioniert, wie ich gehofft habe. Der da lebt noch. Der wird jetzt verenden. Der ist weg. Okay. Aber die machen mir immer noch zu viele Sorgen. Oh, da kommt eine Rakete. Aha. Beide weg? Oder wie? Oder sehe ich den da unten bloß nicht? Nein, sehe ich bloß nicht, okay. Shit, aber der hat... Yes! Puh, da hätte der Pfeil noch ankommen müssen, dann wäre ich tot gewesen. 36 Säure. Ja, okay, da haben wir jetzt zumindest genug Säure wieder. Wie sieht's denn... Der ist noch nicht eingetroffen. Wie sieht's denn jetzt hier mit diesen Dingen aus? Das dauert immer noch ewig. Dann würde ich sagen, knuspern wir hier einfach noch ein paar Gegner ab. Handelsanladung. Ja, gucken wir gleich. Weil die können ja nix. Gut, da sind jetzt halt ein paar Geister dabei, aber... nicht Geister, sondern Engel, fast das gleiche. Puh. Vier Stück.
mir das jetzt auch nicht vorgestellt. Ja, die wären jetzt alle tot gewesen. Aber ja, das war natürlich ein ziemlich mieser Anfang. Hätte ich da den... Na, bei den Engeln wird es schwer, die Rakete auf die abzuschießen. Weil die Engel mich zuerst sehen werden. Und dann wird er quasi die Rakete als Antwort auf den nächsten hauen, was Legion sein wird. Es sei denn, ich halte den in Bewegung. Ja, okay. So. Ah, okay. Das war jetzt nicht so geplant, aber ist okay. Falsch. Das war jetzt eigentlich anstrengender, als ich das mir gedacht hatte. Da haben wir noch einfachere Gegner, keine Engel bei. Aber eine Menge Legion. Kann ich eigentlich auch abwarten. Habe ich vielleicht ein wenig unterschätzt? Da haben sie mich umzingelt. Sollen wir vielleicht doch nicht alle auf einmal umbringen. Oder angreifen. Da unten was. Weggelaufen. Buffy ist auch ziemlich im Eimer. Hoppla. Von hinten. Hinterhalt. Er muss eigentlich zuerst weg da. Ja, gut. Und da kommt noch mal wer. Immer noch welche. Da oben. Ah, okay, das ist aber auf derselben Gruppe. Spratz. Okay.
Einmal die auch noch. Zip. Die können aber jetzt nichts mehr. Stehe ich eigentlich so mittig, dass sie mir auf jeden Fall über vor die Augen laufen müssen. Ah, da. Ah, super. Aber die müssen jetzt hier rechts vorbeikommen. Jo. Wie sieht's denn jetzt hier aus? 47%. Ja. Ich werde dann beim nächsten Mal hier noch ein paar mehr abräumen, weil mehr kann ich jetzt hier nicht mehr tun bis zum nächsten Angriff. Das ist halt jetzt ein bisschen blöd. Ah, das hier können wir gleich direkt noch kaufen. Ein Fahrradammer. Oh, was ist das? Ein Koboldköcher. Angriffsgeschwindigkeit plus 10%. Das ist aber leider ziemlich schlecht. 10% ist halt nicht viel. Angriffsgeschwindigkeit, Genauigkeit. Aber die könnten wir auch bauen. Und das ist halt das höchste Ding, was man haben kann. Okkulte Waffen, Tech-Waffen. Aber hat nur eine Reichweite von 3. Na, da sehe ich jetzt nicht so den wahnsinnigen Sinn drin. Ah, hiermit können wir nochmal heilen. Das ist auch gut. Dann verkaufen wir das. Na, kommen beide weg. Mhm. Handel. Dann werde ich das auch direkt noch verwenden. So, und das Heilen, das wird halt irgendeiner noch aus dem Team bekommen, der noch kein Heilen hat. Und dann werden wir beim nächsten Mal hoffentlich das ja fertig bekommen. Und dann schauen wir mal weiter. Von der Forschung her sind wir... Ah ja, genau, da hatte mir jetzt der Chip gefehlt. Um hier das weiterzumachen. Das nutzt aber sowieso nichts, weil wir hier diese 4000 auch noch brauchen. Damit könnte ich dann, ja, schon weiter, wenn wir dann noch Baumwolle hätten. Und ja, das ist aber jetzt auch nicht viel. Silikon könnte man zur Not dann auch vielleicht einkaufen. Blutrubine, die bin ich auch noch nicht am Bauen. Ja, ich muss noch dran denken, dass ich beim nächsten Mal hier von okkulte Arbeitsplätze noch einen baue. Da sollten wir jetzt genug von dem Zeug haben und von dem Giftzeug. Und die Diamanten habe ich auch. Boah. Ja, das sieht alles ganz gut aus. Also denn, schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denne.